Der Stadt Freiburg gehören rund 5000 Hektar Wald, eigener Stadtwald. Das ist so 6.000, 7.000 Fußballfelder. Das ist richtig viel. Und weil Wald ganz unterschiedliche Aufgaben hat, weil Wald ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen kann, weil Wald ganz unterschiedliche Dienstleistungen liefern kann, dafür braucht es eine Waldkonvention. Was für Aufgaben sind das? Wald kann Naturschutz leisten, Wald kann Erholungswald sein, Wald kann Holz liefern, Wald kann CO2 binden. Und weil diese unterschiedlichen Waldfunktionen bei dem einen Waldbesitzer mehr in Richtung Naturschutz gehen können und bei dem anderen mehr in Richtung Erholung, weil da jeder Waldbesitzer ein Stück weit frei ist, seine eigenen Schwerpunkte zu setzen. Deswegen braucht es so eine Art Leitbild, so eine Art Selbstverpflichtung, so eine Art Vergewisserung, was wollen wir eigentlich mit unserem Wald bewirken? Und diese Frage beantwortet eine Waldkonvention. Das hängt damit zusammen, dass Wald nach sehr strengen Regeln bewirtschaftet wird. Das sind die Regeln, die die Nachhaltigkeit garantieren, dass nämlich nicht mehr Holz eingeschlagen wird, als nachwächst. Das Wildeswaldgesetz. Und nur was wollen, ist nur so mittelgut. Besser ist, wenn man das auch kontrolliert. Und nach dem Waldgesetz wird das alle 10 Jahre kontrolliert, ob das in den zurückliegenden 10 Jahren in Ordnung war. Und dann nimmt man diese alle 10 Jahre stattfindende Kontrolle, um gleichzeitig zu demselben Zeitpunkt für die nächsten 10 Jahre so eine Art forstliche Rahmenplanung zu machen. Eine Planung, die so ein grober Rahmen dafür ist, was in den nächsten 10 Jahren in diesem Wald genau passiert. Deswegen ist jetzt der Punkt gekommen, diese Waldkonvention zu überarbeiten, zu revidieren, durchzugucken, eventuell zu ergänzen und zu verändern. Klassischerweise hat Wald drei Funktionen: Ökologie, Ökonomie, Soziales. Oder mit anderen Wörtern Naturschutz, Holz, Erholung. Das sind so die klassischen Waldfunktionen. Das sind die klassischen Aufgaben des Waldes. Seit neuestem ist da aber noch mal was anderes dazugekommen, nämlich dass Wald CO2 im Grunde aus der Luft rausholen und speichern kann. Bäume wachsen nur, indem sie mit Hilfe von Sonnenlicht CO2 aus der Luft fangen und in Baumsubstanz umwandeln. Und damit das CO2, was sie aus der Luft rausfangen, rausfiltern, festlegen. Heißt also, Wald ist ein CO2-Fänger. Und diese Funktion der CO2-Bindung, die haben wir diesmal in die Waldkonvention reingeschrieben, und zwar auf aller oberster Zielebene. Neben die bisherigen drei klassischen Waldfunktionen haben wir die vierte Funktion, CO2-Bindung, dazu genommen und auf der obersten Ebene als ein Ziel der Waldbewirtschaftung in Freiburg festgelegt. Und damit ist Wald eben nicht nur betroffen und leidend am Klimawandel, sondern Wald hat noch einen zweiten Hut auf. Wald kann auch aktiv gegen Klimawandel wirken.